Du fragst dich, was für einen Einkommensteuersatz du hast und bist verwirrt durch die Begriffe Spitzensteuersatz und Durchschnittssteuersatz, dann solltest du dieses Video bis zum Ende schauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung. Wir bekommen relativ häufig die Frage, welchen Einkommensteuersatz denn unsere Kunden haben. Ich kriege es mit, dass es relativ viel Verwirrung gibt rund um die Begriffe Durchschnittssteuersatz und Spitzensteuersatz. Um diese beiden Begriffe mal zu erklären, dachte ich mir, ich nehme einfach mal ein Video auf und erkläre auch dir, was genau der Unterschied ist und wie du sie jeweils berechnest. Schauen wir uns zunächst erstmal den Durchschnittssteuersatz an. Der ist verhältnismäßig leicht zu rechnen. Und zwar, um den Durchschnittssteuersatz zu berechnen, nimmst du dein gesamtes Einkommen, beispielsweise 52.000 Euro, und den gesamten Betrag, den du an Einkommensteuer zahlst, beispielsweise 13.500 Euro. Und dann rechnest du einfach deine gesamten Steuern, die du zahlst, geteilt durch dein gesamtes Einkommen. Wäre in dem Fall 13.500 geteilt durch 52.000 Euro und dann bekommst du als Ergebnis einen Prozentsatz raus. In diesem Fall sind es 25,96%. Und diese 25,96%, das ist dein Durchschnittssteuersatz. Das ist übrigens auch der Steuersatz, den du als Selbstständiger immer zur Seite legen solltest, wenn du Rücklagen für deine Einkommensteuer aufbauen solltest. Das heißt, in diesem Fall solltest du dir immer, zum Beispiel monatlich, von deinem Gewinn 26% zur Seite legen. Oder du nutzt das Kontist Geschäftskonto, das ist ein bisschen einfacher, da stellst du dann in diesem Fall in den Einstellungen 26% Steuern zur Seite, damit Kontist diese Steuerrücklage automatisch für dich bilden kann. Während der Durchschnittssteuersatz der Steuersatz gemessen auf dein gesamtes Einkommen ist, ist der Grenzsteuersatz oder auch bekannt als Spitzensteuersatz immer der Steuersatz, mit dem dein nächster Euro Einkommen versteuert werden würde. Vielleicht weißt du, dass wir in Deutschland einen progressiven Einkommensteuersatz haben. Das heißt, du startest mit einem relativ niedrigen Steuersatz und dann mit steigendem Einkommen steigt nicht nur die gesamte Steuer, die du zahlen musst, sondern auch der Anteil, den du für die Steuer zahlen musst. Das ist genau der Grenzsteuersatz. Die exakten Grenzen, die verlinke ich dir einmal unter diesem Video. Hier erstmal die grob gerundeten Zahlen. Und zwar sind immer ungefähr deine ersten 10.000 Euro steuerfrei. Das ist der Grundfreibetrag. Das heißt, bei ungefähr 10.000 Euro Einkommen zahlst du keine Einkommensteuer. Und danach fängst du dann mit einem relativ niedrigen Einkommensteuersatz an, und zwar von 14%. Und dann steigt mit steigendem Einkommen steigt auch dein Grenzsteuersatz bis zu 42%. Den erreichst du bei ungefähr einem Einkommen von 58.000 Euro. Das heißt, mit einem 58.000 Euro Einkommen pro Jahr hast du dann im Grenzsteuersatz 42% erreicht und dann bleibt es auf einem Plateau. Das heißt, wenn dein Einkommen weiter steigt, dann bleibt es erstmal bei 42% und zwar bis zu einem Einkommen von 275.000 Euro. Dann macht der Steuersatz nochmal einen kleinen Sprung und zwar auf 45%. Und 45% ist dann der Spitzensteuersatz. Höher geht es nicht in Deutschland. Und für jedes Einkommen über 275.000 Euro zahlst du 45% Einkommensteuer. Das Ganze hat den Effekt, dass dein Durchschnittssteuersatz sich immer mehr dem Grenzsteuersatz annähert, aber nie die 45% erreicht. Das heißt, egal wie viel du verdienst, werden die ersten 10.000 Euro immer steuerfrei bleiben und die ersten Euros dann mit den 14% versteuert werden. Und erst ab 275.000 Euro hast du wirklich die 45% erreicht. Und dadurch nähert sich zwar dein Durchschnittssteuersatz immer mehr den 45% an, wird sie aber nie ganz erreichen. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen und ein wenig Klarheit in deine Steuersätze bringen. Wenn du jetzt noch Fragen hast oder du deinen Steuersatz gerne ein wenig reduzieren möchtest, dann helfe ich dir gerne weiter. Dann kannst du nämlich entweder einen Kommentar unter diesem Video schreiben oder du findest in der Videobeschreibung einen Link und da kannst du mal ein Informationsberatungsgespräch mit uns buchen. Wir, die Kontist Steuerberatung, sind spezialisierte Online-Steuerberater für Selbstständige. Ich würde mich aber auch sehr darüber freuen, wenn du mir treu bleibst und diesen Kanal abonnierst. Und zwar kannst du das hier tun. Wir haben aber auch weitere Videos aufgenommen. Die findest du zum Beispiel hier oder hier. Annähert ihn aber nie genau ganz erreicht. Uff.